Das soll er also sein. Der Mann, den ich nach dem Wunsch meines Vaters heiraten soll. Muss ich noch erwähnen, dass ich solche Kerle überhaupt nicht leiden kann? Gut, auf der einen Seite ist Hidan ihm sehr ähnlich, aber trotzdem ist er komplett anders. Warum muss ich ausgerechnet jetzt wieder an diesen ungehobelten und fluchenden Idioten denken? Ich muss mich wohl irgendwie von dem Typen ablenken, der mir mit einem Mal dann auch noch eine Kusshand gibt. Ich finde es nicht sonderlich schön und sabbern tut der Kerl dabei auch noch. Am liebsten würde ich meine Hand wieder abwischen, aber die Blöße kann ich mir dann vor ihm wohl nicht geben. Mein Vater unterhält sich mit diesem George, während ich wie benommen nebenherlaufe. Selbst meine Seekrankheit ist mir mit einem Mal vollkommen egal, denn mir liegt ein viel größerer Kloß im Hals. Wenn ich den Typen wirklich heiraten soll, dann werde ich des Lebens nicht mehr froh werden. Aber ich kann meinen Vater auch nicht einfach so hängen lassen. Mein Gewissen zerreißt mich. Auf jeden Fall muss ich nachher noch einmal mit Vater sprechen, denn ich kann nicht einfach so einen wildfremden Mann heiraten. Für mich ist das absolut unmöglich. Die ganze Zeit über laufe ich hinter meinem Vater und diesem Mann her, der herumprahlt, was für ein toller Kerl er doch ist und wie viel Geld er auf dem Konto hat. Von den Pferden, die er angeblich hat oder sich noch kaufen will, fange ich lieber gar nicht erst an. Solche Menschen kann ich einfach nicht leiden. Da kann man machen, was man will. Ich bin so in Gedanken vertieft, dass ich nicht mitbekomme, dass mir jemand folgt. Erst als ich mit einem Mal an der Hand gepackt werde und nach hinten gezogen werde, fiepse ich erschrocken auf. Doch sofort legt sich eine Hand auf meinen Mund und mit großen Augen sehe ich den Mann hinter mir an. Als ich ihn erkenne, trete ich ihn so fest auf den Fuß, dass er mich einfach loslassen muss, was er auch sofort tut. Ich drehe mich zu ihm um und knurre ihn leise an. Hidan, was soll das? Da grinst er mich frech an und greift nach meiner Hand. Übertrieben macht er einen Diener vor mir und haucht mir einen Kuss auf den Handrücken. Meine Dame, ich kann doch nicht zulassen, dass dieser unverschämte Schnösel euch zu sehr auf den Wecker fällt, flötet er. Dabei versucht er George nachzumachen und ich schüttle den Kopf und ziehe meine Hand hochrot wieder zurück. Hidan, bitte lass das, flüstere ich leise und ich muss aufpassen, dass uns niemand sieht. Ich sehe mich unauffällig um und muss den Kopf schütteln, als mir bewusst wird, dass die beiden Herren noch nicht einmal bemerkt haben, dass ich weg bin. Naja, was will man machen? Die beiden sind eben mehr mit anderen Dingen beschäftigt, würde ich mal sagen. Ruhig sehe ich zu Hidan und sehe ihm in die Augen. Was ist denn los? Warum hast du mich denn da jetzt weggeholt? Leise seufzt Hidan auf und zuckt mit den Schultern. Warum wohl? Ich kann mir nicht mit ansehen, wie du mit diesem geschniegelten Heini da rumrennst und er dich auch noch anfasst. Kann der Wurm nicht seine Finger wenigstens bei sich behalten? Von seinen schleimigen Lippen will ich überhaupt nicht reden. Wieder erröte ich und versuche, mein Herzklopfen zu ignorieren. Mit einem Mal kribbelt es in meinem Bauch. Aber diesmal ist es keine Seekrankheit, da bin ich mir sicher. Mit einem zarten Rosa um die Nase sehe ich ihn dann an und lächle. Ich mag ihn doch auch nicht, flüstere ich leise. Aber du weißt wohl, wie es ist, wenn man in meiner Welt lebt. Ich werde diesen Mann heiraten müssen, ob ich will oder nicht. Naja, zumindest wie mir scheint. Hidan sieht mich langsam grummelig an und schüttelt den Kopf. Ehrlich, Süße, dass du dich so einfach ergibst, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte echt gedacht, dass du mehr auf dem Kasten hast, als einfach aufzugeben. Aber anscheinend bist du kein Deut besser als die anderen Weiber in deiner Klasse. Alle schön den einfachsten und bequemsten Weg gehen. Mit diesen Worten dreht er sich um und geht. Er lässt mich einfach so stehen, obwohl er mir doch vor ein paar Sekunden noch das Leben gerettet hat. Traurig sehe ich ihm nach und habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich ihn wirklich tief verletzt. Tränen brennen in meinen Augen, aber meine Füße bewegen sich auch nicht, also kann ich ihm nicht nachlaufen. Hidan, flüstere ich leise und etwas benommen. Ich kann doch nicht glauben, dass er wirklich geht. Ich kann ihn nicht mal mehr sehen. Mir ist noch immer schlecht, aber anstatt zu meinem Vater zurückzulaufen, gehe ich benommen am Deck entlang. Irgendwie muss ich mich ablenken, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und nebenbei muss ich Hidan finden. Ich muss einfach mit ihm reden. Ich habe in meinem Leben wohl noch nie einen Menschen gesehen, der so begeistert von etwas sein kann wie Mr. Andrews. Er strahlt und erklärt mir wirklich alles sehr genau. Ich verstehe zwar nur die Hälfte von dem, was er mir da erzählt, aber es hört sich gut an. Nur die Tatsache mit den Rettungsbooten gefällt mir nicht sonderlich. Ich weiß nicht warum, aber auch wenn ein Schiff unsinkbar genannt wird,
sollte es doch wenigstens genug Rettungsboote haben. Diese hier reichen nicht einmal für die Hälfte der Passagiere, noch weniger für die Angestellten, die hier arbeiten. Doch Mr. Andrews erklärt mir, dass es nun mal normal ist. Die Rettungsboote sind schließlich nur dazu da, um die Leute von einem Boot zum anderen zu bringen. So schnell, dass man sämtliche Passagiere in die Rettungsboote verbringen müsste, würde kein Schiff der Welt sinken. Es wäre immer jemand da, der zum Helfen kommen könnte. Sasuke läuft die ganze Zeit über neben mir her und lässt Mr. Andrews nicht eine Sekunde aus den Augen. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, er ist eifersüchtig. Ich freue mich wirklich, dass wir Zeit mit ihm verbringen können. Er unterhält sich manchmal etwas steif und ungelenk mit dem Erbauer der Titanic, aber immerhin gibt er sich Mühe, seinem Unmut zu verstecken. Dass er nicht mit mir allein sein kann, scheint ihm nicht so richtig zu gefallen. Manchmal streifen sich unsere Hände so nah, wie wir nebeneinander herlaufen. Schüchtern sehe ich dann zur Seite und kann nicht verhindern, dass ich dabei auch noch rot werde um die Nase. Ich versuche mir so gut wie möglich überhaupt nichts anmerken zu lassen, aber ich glaube, Sasuke weiß trotzdem, was mit mir los ist. Er wäre wohl auch blind, wenn er das nicht merken würde. Mit einem Mal steht jedoch meine Mutter vor uns und die Führung wird je unterbrochen. Yoko, faucht sie leise, setzt dann aber wieder ein übertrieben freundliches Lächeln auf. Ich suche dich jetzt schon seit einer Stunde, mein Kind. Kannst du mir nicht mal sagen, wo du bist? Mr. Andrews, ich mache Ihnen überhaupt keinen Vorwurf. Wahrscheinlich hat meine Tochter sie so lange gedrängt, dass sie nicht mehr nachgeben konnten. Aber ich möchte dir jetzt doch entschuldigen. Ich muss mit meinem Kind noch ein wenig was besprechen. Sasuke würdigt sie nicht eines Blickes, was mir wehtut. Warum kann sie ihn denn nicht einfach leiden? Ich meine, gut, es gibt Gerüchte über ihn. Aber das heißt doch nicht, dass die auch stimmen. Aber Mutter bangt nur um ihren guten Ruf und angeblich auch um meinen. Als wir ein wenig von den anderen beiden weg sind, sieht sie mich wütend an. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit über mit diesem Uchiha herumrennst. Ich habe gedacht, dass ihr euch nur kurz unterhalten wollt und dann kommst du nicht wieder. Was sehe ich denn dann auch noch, wenn ich dich suchen gehe? Dich mit diesem Sasuke Uchiha dicht nebeneinander und die Hälfte der Titanic tuschelt schon über euch. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn man mitbekommt, dass die Leute hinter vorgehaltener Hand über die eigene Tochter tuscheln? Weißt du, wie schlimm das für eine Mutter ist? Ich senke den Blick ein wenig, aber was soll ich denn machen? Ich sehne mich nun mal nach der Nähe von Sasuke. Ich bin gerne bei ihm. Und wenn die Leute darüber reden wollen, dann sollen sie das machen. Mir ist das egal. Aber dass meine Mutter so darunter leidet... Naja... Einschätzen kann ich sie in dem Thema irgendwie nicht. Seufzend bleibe ich neben ihr stehen und sehe ihr in die Augen. Was soll ich denn machen, Mama? Flüstere ich leise. Die Zeit mit Sasuke, die ist so schnell vergangen, dass ich nicht einmal bemerkt habe, wie spät es schon ist. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht, dass du auf mich wartest. Meine Mutter sieht mir ernst in die Augen, seufzt dann aber leise auf. Warum muss es denn gerade der sein? Flüstert sie leise. Ich hätte nichts gegen einen gut aussehenden jungen Mann aus der ersten Klasse. Gegen jeden anderen hätte ich nichts einzuwenden gehabt, aber nein, es muss der Mann sein, über den die schlimmsten Gerüchte kursieren. Ein wenig hilflos sehe ich sie an. Aber wenn ich ihn doch nur mal eben mag, flüstere ich leise. Meine Mutter sieht mir einen Moment in die Augen, dann dreht sie sich weg. Solange dieser Mann noch immer solche Gerüchte über sich zulässt, werde ich nicht zulassen, dass du dich weiter mit ihm abgibst. Er ist nicht der Richtige für dich und dabei bleibe ich auch. Verstanden? Ohne eine Antwort von mir abzuwarten, geht sie und ich sehe ihr traurig nach. Sasuke mag mich doch sehr wahrscheinlich gar nicht. Warum muss sie sich dann so aufregen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr folgen soll oder ob ich zurückgehen sollte. Dann entscheide ich mich ganz anders und wandere alleine über das Schiff. Als ich ihn frage, ob ich ihn küssen darf, wird William knallrot um die Nase. Natürlich fällt mir auf, wie sehr er unter meinen Berührungen ins Schwanken kommt. Dass seine Beine nachgeben wollen, liegt bestimmt nicht daran, dass er nicht seefest ist. Jede seiner Reaktionen sauge ich wie ein Schwamm in mir auf, denn er ist mehr als zuckersüß. Auf die Frage, ob ich ihm nun einen Kuss geben darf oder nicht, antwortet er mir nicht. Also nähere ich mich seinem Gesicht und achte dabei genau darauf, dass uns niemand so wirklich beobachtet. Doch es ist mir immer noch ein wenig zu riskant. Also packe ich William an der Hüfte und ziehe ihn mit mir. Er folgt mir stolpernd, sieht mich verwirrt und mit roten Wangen an. Wo willst du denn hin? Flüstert er leise.
Ich muss ein wenig grinsen und zucke etwas mit den Schultern. Lass dich überraschen, mein Kleiner. Ich ziehe ihn mit mir in einen der leeren Gänge, sehe mich noch ein paar Mal um und schubse ihn dann in einen kleinen Raum, in dem Messgeräte drinstehen. Dort sind wir komplett allein. Ich drücke William an die Wand und sehe ihm tief in die Augen. Sein Blick erinnert mich an ein kleines Kaninchen, das vor einem Wolf steht. Und ich bin der Wolf, der ihn am liebsten fressen würde, da bin ich ja ehrlich. William, flüstere ich leise und er sieht mich scheu an. Ein wenig nickt er, als wolle er mir sagen, dass er wirklich so heißt. Ich muss lächeln und nähere mich ihm langsam. Meine Lippen kommen seinen immer näher, dabei sehe ich ihm tief in die Augen. Sei ehrlich zu mir, hauche ich leise und er schluckt etwas. Wenn ich bei dir bin, hast du dein Herz klopfen? Jetzt in diesem Moment? Dabei lege ich meine Hand auf seine Brust, wo sein Herz schlägt. Sanft sehe ich ihm dabei in die Augen und merke, wie hochrot er wird. Sein Blick weicht meinem aber immer noch aus. Naja, jedenfalls versucht er es. Er zuckt etwas hilflos mit den Schultern. Offensichtlich ist er nicht einmal mehr in der Lage, mir zu antworten. Ich muss lächeln und nähere mich seinen Lippen weiter. Beinahe berühren sie sich schon und ich spüre seinen Atem auf meiner Haut. Und wenn ich dir so nahe bin, hast du dein Herz klopfen? Ich sehe doch an deinen Wangen, wie rot du bist. Noch immer weicht er mir nicht aus, und das, wo er doch wissen muss, dass ich ihn küssen will. Wenn er das wirklich nicht wollen würde, dann müsste er jetzt seinen Kopf wegdrehen, aber er tut es nicht, was für mich sowas wie eine Einladung ist. Er will doch offensichtlich von mir geküsst werden. Sonst würde er mir ausweichen. Ich versuche die ganze Zeit über, mir das nicht einfach nur einzureden. Und ich hoffe, dass er nicht wirklich nur erstarrt ist vor Angst. Will ich mich vielleicht selbst beruhigen, bevor ich ihn küsse? Meine Lippen sind nur noch Zentimeter von seinen entfernt, während ich ihm sanft in die Augen sehe. Ich halte ihn zwar noch immer fest, aber er wehrt sich auch nicht wirklich. Dann schließe ich meine Augen und lege meine Lippen sanft auf seine. Er erstarrt dabei, das spüre ich genau, aber er tut auch nichts. Er schubst mich nicht weg und macht rein gar nichts. Mein lieber, süßer William, ich möchte dich immer so spüren und dich nicht mehr loslassen. Gib mir doch wenigstens eine Chance, dein süßes Herz zu erobern. Als ich mich von seinen Lippen wieder löse, sieht er mich an wie ein erschossenes Reh. Seine Wangen sind rot und ich lasse ihn langsam los. Mit einem Finger fährt er sich über seine Lippen und blinzelt etwas. Warum? Warum hast du... stottert er leise und bringt dabei nicht einmal über die Lippen, dass ich ihn geküsst habe. Ruhig und sanft sehe ich ihn an. Weil deine Augen sich danach gesehnt haben, flüstere ich leise. Rot und schüchtern sieht William mich an. Dann sieht er zur Seite und schubst mich weg. Beinahe fluchtartig läuft er davon. War es doch ein Fehler, ihn zu küssen? Ich sehe ihm traurig nach, nehme mir dann aber ein Herz und laufe ihm hinterher. So kann ich ihn auch nicht gehen lassen.